gestartet. Dann Simon Barfüßer, SC IC Greinau aus dem Werdenfelser Land für den Bayerischen Skiverband hier jetzt zwischen den Schlagertoren. Und da geht's dahin, kräftige 1-1-Schübe. Da wird wirklich mit hoher Frequenz, hohem Impuls hier auf die Strecke gegangen. Da bin ich gespannt, ob sie vielleicht manche nehmen. Übereifer hier, ja, da werden die Tore eng. Da heißt nicht zu sehr beschleunigen. Ja, da sind sie wirklich, die Burschen im Übereifer. Also. Gar nichts, brauche ich das, ja, genau. Die ist gut auf der Weg, ja. Das ist die Karen Weiß vom SV Kirchzarten. Ja, Karen, jetzt eine neue Weltkampfform in diesem Jahr. Wie war's für dich? Ich fand's gut. Am besten fand ich die Schanze. Ja, die Schanze. Da gab es da noch Weidenmeter oder was war das Gute dran? Ja, das sollte bei der Schanze sein. Was hat dir weniger gefallen oder was hat dir ein bisschen mehr Schwierigkeiten bereitet? Der Slalom nach dem Start. Ja, und was war da für dich jetzt das? Du hast gewonnen heute. Ja. Erzähl mal, wie war's? Ja, doch eigentlich ganz gut. Eigentlich schon anstrengend, aber. Was? Viel Technik-Sache drin? Ja. Ist es was anderes, als wenn du nur gerade auslaufen musst? Ja. Es ist auch schwieriger. Ist schwieriger? Ja. Was war das Schönste? Schanze. Komisch, das sagen alle. Und wie war die Drehorgel? Also am Anfang habe ich gedacht, weil die dürfen wir nicht anschauen, die war ganz schwierig, aber dann ging es eigentlich ganz leicht. Und möchtest du Wettkämpfe wieder machen? Ja. Alles klar, danke dir, viel Erfolg. Ciao. Danke.